Wo ist denn der fünfte Kurs? Ich habe keine Ahnung, wo in aller Welt der fünfte Kurs denn bitteschön sein kann. Ich komm ums Verrecken nicht drauf. Deswegen gehe ich jetzt hier in diese giftige Fabrik und laufe durchs Gitter. So, giftig steht auf dem Schild. Und weil das so grün ist, kann das nur bedeuten, der Spinat aus System of a Downtown hat mich wiedergefunden. Er will mich auffressen, er will seine Rache an mir nehmen. Ich habe noch gar nichts getan. Warum tust du mir das an? Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Ah. Jetzt muss ich auch noch giftig surfen. Soll ich mir jetzt eine Vergiftung holen oder was? Soll ich mir, keine Ahnung, soll ich mir puren Alkohol spritzen oder was? Oder soll ich jetzt hier auf dem Spinat einfach mit dem Panzer fahren? Mir wäre ein Panzerwagen lieber, der ihn dann zerstören könnte. Oder ein Schneepflug. Damit wir wieder schön den begehbaren Weg da unten entlanglaufen können. Das wäre mir das Liebste gewesen. Ja, ja. So, nach 2 Sternen und 1,5 Minuten sage ich endlich auch meinen Nagegrattler, der Theophanes, am Start. Ja, Rainbow Road. Ja, war schön blöd. Okay, so, schlechte Münzen. Gut, da müssen wir jetzt aufpassen, denn wir müssen als erstes hier in diesen geheimen Schacht. Und in diesem geheimen Schacht ist... Unser Geheimversteck. Und darin befand sich, wie ihr gesehen habt, eine rote Münze. Und eine rote Münze bedeutet 2 Euro. 2 Euro bedeuten 4 D-Mark. 4 D-Mark bedeuten... Ah, wie viel waren das nochmal? Ungefähr 687.000 Reichsmark. Das ist so viel Geld wie... Oh, ich würde sagen, 3 Fußballplätze direkt nebeneinander. Oh, 3 Fußballplätze Geld nebeneinander. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet eine Wurst! Nee, halt, warte, das hat es nicht bedeutet, aber trotzdem eine Wurst! Ja, genau. Okay. Ja, diese rote Münze hier ist verdammt doof platziert. Ich würde sie gerne so einfangen. Da, ich würde sie sehr gerne... Nein! Mein eigen nennen. Aber... Der Winkel, wie die platziert ist, erlaubt es mir nicht. Vielleicht sollte ich als erstes mal die rote Münze holen. Anstatt hier groß rum zu philosophieren über eine Wurst. Und noch viel mehr. Soll ich mal was sagen? Mich würde es sogar nicht wundern, wenn es jetzt auf dem First Try an klappen würde. Naja, so viel zum First Try, ne? Na, dann halt eben auf den 2. Versuch, ne? Wow. Ich bin jetzt dezent angepisst. Aber gut. Zack, Klingeling. Okay. So, diese Münze hätte ich auch noch gern. Und der Baumbomb ist anscheinend runtergefallen. Komm, ich lasse dich hier runter. Donks. Einmal auf das Gespenst drauf. So, wie viele rote Münzen habe ich? 2. Okay, Goomba. Komm her. So, dann als nächstes mache ich wahrscheinlich als erstes mal die Chuckies, die da unten sind. Also, die Musik ist auf jeden Fall wieder eine hervorragende
Wahl, wenn ich das mal so anmerken darf. Das ist halt dieselbe Musik wie Begeisterte Fabrikhain aus Mario 74. Aber hey, immerhin hat Skelux die Musik nicht benutzt. Na? Weil ich glaube, er hat so ziemlich jeden anderen Soundtrack, der bisher in Rainbow Road auch vorhanden war, schon genutzt. Bis auf den hier, glaube ich. So, hier muss man aufpassen, dass man rechtzeitig rauskommt. Denn wenn die Kappe ausläuft, dann kannst du hier halt nicht mehr, ne? Dann kommst du halt nicht mehr raus, außer du sammelst den Stern ein. Und das möchte ich nicht. Dass ich hier eingesperrt werde, obwohl ich hier noch nicht fertig bin. So, da haben wir ein Auge. So. Oh, shit, Alter. Ich bin rausgeglitscht. Egal. So, 88 Münzen. So, da hinten ist noch ein Stern. Ich glaube, ich habe noch den am Anfang in unserem Geheimversteck noch nicht eingesammelt. Hey. Ist eigentlich hier oben irgendwas? Nee. Das ist aber eine ziemlich flache Fabrik, ne? So. Zack. Und 5. Okay, an Münzen wird es hier schon mal nicht scheitern. Beziehungsweise nicht mehr. Dann kann ich also auch das Auge hier getrost auslassen. Dann kann ich da mal rüberspringen. Und schon mal den 100 Münzenstern. Here we go. So, dann haben wir da oben Nummer 6. Du machst mal einen kurzen Abgang. Du bitte auch. Okay, auf den Platten ist keine rote Münze. Das hätte ich gesehen. Aber hier ist eine. Dann müsste eigentlich... Boah, ich hab Angst gekriegt. Ich glaube, ich weiß auch, wo die letzte ist. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, ist die nämlich da drüben. Und das ist sie auch. Da haben wir sie. Und der Stern müsste am Bums sein. So. Du. Was ist eigentlich hier drin? Oh, 129 Gelder. Zumindest die Aufstockung dahin. So. Wo muss ich jetzt lang, ne? Ah, hier. Ist hier überhaupt irgendwas noch? Ach so. Da war ja, glaube ich, auch... Da waren... Ja. Okay, ich weiß wieder, was für ein Raum das ist. So, 1,29 Euro. Gute alte deutsche Markenbutter. Weihjumper. Ach so, da muss ich jetzt runter, ne? Ach ja, der Aufgang war da hinten. Alter, ich komme hier vor, jetzt müsste ich jetzt jederzeit ein ordentliches Bäuerchen machen, ne? Ohne Kotze. Versteht sich von selber, ne? Und zack. Gutli.
Na, schade, schade, schade. Da hatte ich wohl nicht den richtigen Winkel. Aber es ist einsichtlich, was hier zu tun ist, ne? Ich meine, es macht ja nur Sinn. Es macht ja nur Sinn, dass ihr versteht, worauf es unserem Herrn Skilllux anging. Naja. Was der wohl zur Zeit macht. Ich weiß auch, der hat einen Bruder, der auch, ja, der war eigentlich, glaube ich, so ziemlich der einzige Deutsche, der von Anfang an Mario 74 Let's Played hat. Von Demo 1 an, wo die Oberwelt tatsächlich noch das Castle war. Also auf jeden Fall schon sehr lange her. So, und ich habe jetzt hier gerade meinen Tischventilator angemacht. Warte mal. Da mache ich jetzt hier mal bisschen Popfilter ASMR. Gut, also, wie immer. Ja, Plattform Master. Ja, mhm. Weiß ich auch schon, wo ich, was ich da machen muss. Allerdings habe ich vergessen, wo ich dazu hin muss. Deswegen nehme ich mal kurz hier den Panzer. Denn hier unten war, meine ich, noch. Nee, hier ist nix. Hä? Ah, hier! Ja. Ein versteckter Stern. 38. Oh, sorry. Der sekrete Weg. Rein da. Bam, bam, zack, zack. Plattformmeister. So. Oh, meine Nase. Nase juckt. Zwischenbericht, Nase juckt nicht mehr. Nein, das ist falsch. Falsch! Ups, das war Sand. Und zwar hier die. Der gute Sand vom Treibsand, der allerdings da noch nicht wirkt. So, ich frage mich. Ach, Herr Jemine. Moment mal, das kann man doch. Nee, kann man. Ah! Oder? Man kann das Level doch bestimmt hier cheesen, oder? Ich will es zumindest mal ausprobieren. So. Als ob das geht! Als ob das geht! Get cheesed, Skilllux. So, damit sind wir jetzt in der ersten Oberwelt wirklich durch. Mit 39 möglichen Sternen. Und jetzt gehen wir hier rein. Ich weiß halt nur nicht. Ich weiß halt jetzt nur nicht, war das hier?